und ein herzliches Willkommen bei einem neuen Let's Play. Wir spielen Case Animatronics. Der eine oder andere wird es sicherlich kennen. Und die eine oder andere Zuschauerin, ich nenne jetzt hier keine Namen, wird sich sicherlich sehr auf dieses Let's Play freuen. Boah, Alter, momentan dröhnt das voll auf meinen Ohren. Ich hoffe mal, es ist dann nicht zu laut. Aber wir werden es dann schon mal sehen. Ja, ich lasse mich überraschen. Ich habe es nur ganz kurz mal gestaltet, das Spiel. Huch, Alter, ist das laut! Das habe ich aber schon ziemlich leise gemacht. Okay. Grafik, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, Glättung braucht man nicht unbedingt. Vertikale Synchro brauche ich. Das brauche ich. Ja, ist in Ordnung. Das passt. Das lassen wir mal so. Und hätten gesagt, wir machen mal ein neues Spiel und vergiss nicht, Ohrstöpsel zu tragen. Warnung, es wird nicht empfohlen, dass Menschen mit schwachen Nerven oder Schwangere dieses Spiel spielen. Oh Gott, ich mach's gleich wieder aus, ich bin schwanger. Nein, Quatsch. Nein, war Blödsinn. Looks like I fell asleep. It's almost midnight. What is that? Strange, no one else should be here. I'll go check. Was? Um eine Taschenlampe aufzuheben, bewege den Mauszeiger über die Taschenlampe und drücke den Aktionsknopf E. Apropos E. Es darf was nicht fehlen. Und zwar, Moment. Hallo? 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 Irgendwie, was ist hier los? Warum, Moment. Irgendwie bin ich jetzt gerade hier. Hä? Wartet mal kurz. Bin jetzt gerade etwas irritiert. Moment. Jetzt. Doch mal, irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal ganz kurz. Ich bin hier ein bisschen gerade irritiert, weil, muss hier was einstellen. Jetzt habe ich es natürlich voll verkackt. Nee. Wartet. Was? Wie? Warum? Weshalb geht das nicht? Das kann nicht wahr sein. Tja, Leute, ich hätte es euch, naja. Wartet mal ganz kurz. Irgendwie geht's nicht. Irgendwie, stimmt hier was nicht. Es funktioniert nicht. Tja, Leute, ich, wartet mal kurz. Da also drüben geht's. Aber warum geht's denn da nicht? Moment. Ich schwitsch nochmal rüber. Achso, ja. Hallo? Moment. Nee? Hä? Huch. Ich bin hier. Moment. Ich verschieb mich mal kurz. Moment. Hallo? Das gefällt mir schon wieder. Moment, ich muss mich mal gerade mal zurechtrücken hier. Nicht, dass ich hier zu groß wirke. Moment. Ich muss hier gerade mal was drücken hier. Ich mach mich mal ein bisschen kleiner. Das nenne ich doch mal ein Startspiel. Ist ja voll die Fail-Folge. Okay, wartet. Ich muss noch mal kurz darüber. Nein, ich mach das aus. Und, okay, tu mir einfach so, als wenn nichts gewesen wäre, okay? Okay, wir gehen nochmal rein ins Spiel und wir machen einfach einen Cut, ne? So, also, nochmal. Ja, und ein herzliches Willkommen bei einem neuen Let's Play Case Animatronics und natürlich darf was nicht fehlen und so. Weh, es funktioniert jetzt nicht. Na also, hallihallo an die Bildschirme da draußen. Ich bin euer Ricky Dicky und die Webcam darf nicht fehlen. Entschuldigung, Facecam. Ist ja nicht Web, wir machen ja nicht Web. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Start von dem Spiel rausgeschnitten habe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn ich es drin gelassen habe, dann, ja. Sorry für meinen Fail, ne? Fail, Facecam. Wollte nicht so, wie ich wollte. Okay. Wir wollen mal, ja, genau, richtig, Taschenlampe. Coole Sache, wie mache ich die an? Rechte Maustaste. Ah, yes, the tablet.
The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll probably give us a joystick and lightsaber. Was? Ein Tablet. How much does this cost? Ich schätze mal so 99 Euronen. Und wie... Moment, drücke die linke Maustaste, um das Tablet anzuschalten. Okay, got it. Okay, und jetzt Tab. Nee, was? What a comfortable gadget. In 10 years, these are gonna be everywhere. But still, a human is irreplaceable. I'll go ahead and have a look around. The battery drains out very quickly. You need to save the battery's energy. Aha. Und wie kann ich das wieder... Excellent. The charger is in Ben's study. What is this? Alter! I better approach the panel in the control room. According to the evacuation scheme in the wall on my room, the control room is in B7. Was soll ich? Wie kann ich denn... Wo... Finde das Kontrollbüro und schalte das Licht an. Kann ich hier mit der Maus irgendwas... Huch! No Signal. Ich habe nirgendwo Signale. Wo bin ich denn jetzt eigentlich momentan? Ich habe überhaupt nichts. Wie kann ich das Ding jetzt wieder... No Signal. Schwierig. Okay, schlechte Idee, das Licht auszumachen. Was ist das hier? Aha. Das bin ich, der da so schnauft, ne? Das ist nicht im Spiel. Okay, was ist denn das hier? Nimm mal doch nicht so. Also ich kann mich unter Tischen verstecken. Was ist das hier? Das lasse ich mal an, das Mini-Licht. Das ist wahrscheinlich so eine 0,1 Watt Birne. Ja, ich mache jetzt schon wieder meine Witzchen. Ich übertöne irgendwie. Oh, geil! Donuts! Yes! Kann ich noch einen? Ja, soll ja. So, tschüss. was haben wir denn hier? Aha, und was bringt das mir? Ist auch nochmal so ein Ding. Den tue ich jetzt auch nicht viel. Alter. Okay, hallo? Alter, dieses Geflimmern, das regt mich mal auf. Kein Signal. Was? Hör auf zu piepsen. Kann, ja, ist ja gut. Aha, ich kann also... Huch. Schubladen kann ich also auch öffnen. Alter, was? Finde das Kontrollbüro. Ja, jetzt scheiße, ist mein Tablet aus. Verdammt! Nein! Und nu? Alter, hier sind noch mehr Donuts. Ist das Ziel des Spiels, alle Donuts zu finden? Ich habe echt keine Ahnung, was es hier geht. Wie hieß denn das Spiel hier in diesem Büro? Daylight? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, welche Überraschung, die Tür ist verschlossen. Super. Aha. Also, merke, man kann sich auch in Schränken verstecken. Okay. Hier leuchtet was. Ein rotes Licht. Was tut es? Es leuchtet rot. Ja, komm, wir lassen das mal an. Mann, dieses Geflacker, das ist irritierend. Was mache ich eigentlich zur später Stunde hier im Büro? John Bishop, das ist Detective. Ach, ich bin Detective.
Also mein Büro. Sonst gibt's hier nichts, ne? Kann ich hier vielleicht irgendwie noch was machen oder so? Am Computer? Was ist denn das? Was ist denn das? Irgendein Schnaps oder was? Hilft mir jetzt aber auch nie wirklich weiter. Okay, die Batterien sind leer. Jetzt muss ich auch noch Batterien suchen. Na, mega geil. Huch. War klar. Alter. Warum ist meine Lampe? Alter! Scheiße! Die Batterien sind leer! Nein! Fuck! Bin... Verdammt! Was? Ich hab keine Dietriche. Warum geht jetzt meine Lampe wieder? Hat jetzt meine Lampe ausgefallen? Was? Okay, schwierig. Okay, gibt keinen Saft. Wieso ging jetzt gerade meine Taschenlampe nicht mehr? Hallo? Alter, was war das? Hör auf damit. In der... hallo? Na, war klar, dass die zu ist. Ich glaube, ich gehe erstmal was abseilen. Hey, wieso ist das Klo zu? Alter, in welchem Büro ist denn bitteschön das Klo zugesperrt? Das habe ich schon gemeint, ich werde beobachtet. Ist ja alles zu. Moment, ich muss mich gerade mal ein bisschen anders hinsetzen hier. So, Moment. Ein bisschen gemütlicher machen hier. Ist ein bisschen schwierig. Ich kriege ja nämlich Krampf in den Fingern. Immer wenn ich ein bisschen angespannt bin, ja, dann... Moment. Oh, meine Finger. Aua. So. Kann man das eigentlich auch mit Gamepad spielen? Alter! Kein Scheiß. Dressing Room. Konferenzraum. Warum ist denn hier alles zu? Ich traue diesen... Was ist denn das bitte? Was ist das denn? Alter. Alter, mach keinen Scheiß mit mir. 386. Ich sehe das nicht. Kann ich mich ducken? Alter, das. Der macht die. Alter, willst du mich verarschen? Ich hab mir gerade die Augen geleuchtet. Scheiße. Alter. Bin ich bekloppt? Warum dreh ich? Alter, ich muss hier weg, Alter. Was ist die Tür? Keycard? Lass mich raten, du hast die Keycard, oder? Hallo? Kann hier aber nichts machen. Ich hätte gerne eine Keycard oder so. Kann hier nichts machen. Ich habe keine Schublade.
Okay, ich gehe da mal wieder. Tschüss! Scheiße, ey. Ein Scheiß mit mir, ey. Oh, Alter. Gruselig. War ich da schon? Ich habe aber keine Keycard verflucht nochmal. Moment, da kam ich her, oder? Kann das sein? Alter, mach den Scheiß. Hier war zu, ne? Okay. Fuck, 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 fuck. Verdammt! Warum ist hier alles zu? Gibt's hier nicht irgendwo eine Keycard oder irgendwas? Tolle Wurst. Ist hier alles zu? Liegt hier irgendwo eine Keycard rum oder so? Nein. Ich glaube, ich lass mal die Schubladen auf, dann weiß ich, ob ich da schon mal dran war. Alter, hier ist ja mal nichts drin. Was sind das für sinnlose Schreibtische? Okay, hier habe ich... Das war ich. Ich habe die Döner. Ich meinte Donuts. Döner. Ey, bring mal eine Packung Döner mit. Ein 12er-Pack Döner. Mit Schokostreusel, bitte. Alter, hier ist mal gar nichts drin. Alter, das gibt's doch nicht. Hier ist noch. Sinnlos. Für was kann ich die denn überhaupt aufmachen? Wenn eh nichts drin ist. Ich brauche keine Keycard oder sowas, ne? Warte mal, hier. Hallo? Hier ist aber auch nichts. Nein. Hätte sein können, dass ich im Büro irgendwas vergessen habe. In the Büro. Alter, das Geflacker, ne? Liebe Grüße an die Bitchbatsch, die Horrorspiele mag. Und die auch gute Horror-Games auf dem Handy spielt. Könnt ihr mal bei ihr vorbeischauen. Bitchbatsch. Scheiße, wo soll ich denn jetzt hier lang, ey? Alter. Der ist mir ein bisschen suspekt, der Typ. Was kann ich jetzt hier machen? Drei, acht. Ich kann hier aber auch nichts machen. Ich drücke hier alles durch, aber ich... Aber das Ding ist leer. Verdammt. Kann ich hier unter den Tisch? Nein. Kam hier auch nicht. Was soll ich denn hier machen, ey? Ich hab keine Keycard. Huch, Alter. Warum geht jetzt meine Lampe nicht? Hallo? Lampe? Meine Lampe geht nicht mehr. Meine Lampe? Scheiße! Oh, jetzt geht sie wieder. Helft mir mal, ich weiß nicht weiter. Weil hier ist nämlich alles dicht. War ich denn da hinten schon? WC. Naja, das war wieder das verschlossene Klo. Ja, hier war ich auch schon, ne? War schwierig. Dressing Room. War ich hier schon? Ne, ich glaube, hier war ich noch nicht. Controls Office. Ah, okay.
Da kann ich vielleicht die Tür zumachen. Tschüss. Was denn das hier? 23 Grad. Schreck mich nicht. Was kann ich jetzt hier machen? Okay. Heute ist ja. Ein Sicherungskasten. Okay. Alter! Was war das denn für eine Scheiße? Nein! Mein Herz. Vergesst nicht, Ohrstöpsel zu tragen. Gott sei Dank habe ich keine Ohrstöpsel. Ich habe nur wahnsinnig verdammt gute, laute Kopfhörer. Alter, aua. Wow, what a terrible dream. Was war das? It's midnight already. Time to go home. Night call. I hope nothing serious. Hello, Bishop. Marvelous night, isn't it? I'm sure you don't remember me. A lot of time has passed since our last meeting. How do you like the new surveillance system? One day, you took everything I had, and now it's time to pay. In your apartment, there are some echoes of the past. Try to collect them so we can see who you really are. What a psycho. What happened to the lights? Is this some sort of deja vu? I should go and check the switches in the control room. Nein, ich will nicht schon wieder in den Kontrollraum. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich will nicht in den Kontrollraum. Scheiße! Nein! Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Nein. Scheiße, Alter. Leck mich am Arsch. Jetzt geht's erst richtig los, oder was? Nein, ich hab jetzt echt überlegt, ob ich jetzt einen Folgencut mache, ne? Und. Essig gibt's dann. Fuck, Alter. Ich habe aber kein Signal, verdammte Scheiße. Hallo? Also irgendeiner ist richtig angepisst. Wir haben denn irgendwas... Scheiße, Alter. Gib mir Döner. Nee, Donuts meine ich. Alter, hör auf zu flackern, ey. Ah, meine Donuts sind wieder da. Juhu. Hä, was? Was machst du denn? Ich will Döner essen. Donut. Mann, Alter! Lass mir noch welche übrig. Sollte reichen. Ja gut, den Weg kennen wir jetzt. Wie, ich komme hier rein? Da bin ich aber vorher nicht reingekommen. Okay, Was denn bitte? Februar 86. Ich habe den Inhaber der neuen Pizzeria bei der Eröffnung getroffen, während Emma mit offenem Mund die neuen Animatronics angestarrt hat. Animatronics? Was da denn? Ich habe dem Direktor mein Projekt angeboten, eine Möglichkeit, den Animatronics Mobilität zu geben, sodass diese sich umherbewegen können. Er war sehr angesprochen von der Idee und wir haben unsere Hände geschüttelt. Ich bat um den Zugang zu allen notwendigen Instrumenten und Unterstützungen und habe ebenfalls um ein Empfehlungsschreiben meiner Universität gebeten. Wir haben sogar Witze gemacht. Stell dir vor, Animatronics, die den Kindern ihre Pizza bringen. Was sind jetzt Animatronics bitte? Kann das sein, dass vielleicht diese Animatronics dieses komische, hundeartige Roboterwesen ist? Weiß es nicht. Okay, jetzt bedeutet das, ich kann mich etwas näher umschauen hier. Warte mal. Nein, ich will nicht das Ding. Ich bin mal Maus. Okay, was denn das? Das ist wieder das Licht, ich mach das mal an.
Kann das sein, dass ich Batterien suchen muss? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube... Ach nee, warte mal, ich lasse das mal offen. Das kann natürlich jetzt sein, dass jetzt... War das vorher ein Traum? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Dass ich jetzt wichtige Sachen finde, die vielleicht sinnvoll sind. Boah, jetzt kommt wieder diese Kackmusik, ey. Nichts drin. Irgendwelche wichtigen Infos? Sieht aber jetzt nicht danach aus. Ich habe ein Déjà-vu. Das hat man doch schon alles mal. Was ist denn das? Juni 87. Ich habe Emma gefragt, ob sie mich heiraten will. Ich werde mich an diesem Tag für den Rest meines Lebens erinnern. Der Anfang eines tollen Sommers und der Auslieferungsbeginn der sich bewegenden Animatronics, die den Kindern sogar ihre Pizza bringen. Machen die das jetzt wirklich? Ich habe ein Fernsteuerungssystem für den Fall eines Notfalls eingebaut. Sollte etwas schiefgehen. Ich habe einen Anzug für einen der alten Animatronics aus dem Familienrestaurant gefunden. Der war ein bisschen verrostet, aber funktioniert noch. Ich habe ihn auch ein wenig modernisiert. Jetzt ist es das Wichtigste, die Kinder zu schützen. Aha. Ich habe ein paar Ideen, aber die Behörden verweigern die Mitarbeit. Dennoch lohnt sich ein Versuch. Wir haben Angebote anderer Organisationen erhalten, die Zugang zu meiner Vorgehensweise mit den Animatronics wollen. Aber ich habe alle Angebote abgelehnt, weil ich den Vertrag nicht brechen kann. Der hat irgendwie keine Ahnung. Unschönen Ideen mit diesen Maschinen. Ich habe keine Ahnung. Was sind diese Animatronics? Sind das jetzt Wachroboter oder? Oder haben wir jetzt selbst für unsere eigene Familie, für unsere Kinder einen eigenen Zuhause oder was? Schwierig. Alter. Boah, bin ich. Guck mal, ich komme jetzt hier rein. Ist ja... Nee, Quatsch, da war ich ja vorhin schon. Alter. Nein! Jetzt ist das Licht wieder aus! Nein! Das will ich nicht! Ich will die Lampe! Hallo! Scheiße, mein Licht geht nicht mehr! Leck mich doch! Hallo? Verdammt! Meine Taschenlampe geht nicht mehr. Scheiße. Sie geht wieder. Alter! Mach das nicht! Ich fühle mich so unwohl ohne Taschenlampe. Was ist denn das? Januar 86. Es stellt sich heraus, dass das Restaurant aufgrund eines starken Konkurrenten schließen musste. Außerdem gab es dort auch einen schrecklichen Vorfall. Es wurde ein Animatronics-Anzug speziell für einen Mann hergestellt, aber sie sagen, die Person in dem Anzug fing plötzlich an zu bluten und zu schreien. Irgendwie kommt mir das jetzt vor, als wenn das Robocop wäre irgendwie, ne? Also ein Mensch in einer Maschine oder so. Emotionen anfangen, bluten und zu schreien. Die Kinder hatten sehr viel Angst, als sie dabei zuschauten, wie der Anzug anfing, den Körper des Mannes zu erdrücken. Was? Die Nachrichten sagen, dass er noch am Leben ist. Ich wundere mich, warum der Anzug kaputt gegangen ist. Diese neue Firma hat sehr viel Geld für Werbung ausgegeben. Jetzt reden alle Leute über diese neue Pizzeria, aber ihre Animatronics können nicht laufen. Wenigstens haben sie die Charaktere interessant gestaltet. Es scheint die beste Neuigkeit in den letzten 6 Monaten zu sein. Okay, Menschen in... Ja, ich würde jetzt mal irgendwie so... Wie sagt man jetzt? Maschinenanzügen? Und dann haben sie es jetzt so weit entwickelt, dass die von selbst laufen können, oder was? Alter, hör auf mit dem Scheiß. Ich weiß genau, was da hinten auf mich wartet. Ich will da nicht hin. Ich will nicht. Natürlich, das Klo ist immer noch zu. Super. Ja, klar. Ich dachte, es ist jetzt überall offen. Was für ein Scheiß.
Nee, also hier komme ich anscheinend. Scheiße. Ich will hier nicht. Ja, Keycard war klar. Dressing Room. Auch zu. Alter, auf mit dem Scheiß. Controller's Office. Was? Weiß ich, weiß den Code nicht. Alter, lass mich raus hier. Nein. Warte mal, Ausgang. Fuck. Hallo? Hier ist der Exit. Scheiße, wie ist denn der Code? Oh nein, ich weiß es. Das ist bestimmt dieser... Wie war denn der? 6, 8, 9, irgendwas. 6, 9, 8. Oh nein. Alter, nee, ich will nicht. Scheiße, da... Acht, neun, sechs. Scheiße, ich weiß es nicht. Acht, neun, sechs. Könnte eine 3 sein, ne? Alter. Scheiße. Hier ist nix. Da brauche ich gar nicht gucken. Acht, neun, sechs, drei. Alter. Lass mich. Scheiß Wand, geh weg! Alter. Alter, hör auf mit dem. Wo waren das jetzt nochmal? Verdammt! Ich glaube hier, ne? Ach nee, nee, das war ja hier. Dressing Room. Weißt du, ich habe jetzt jedes Mal Angst, dass der hinter mir ist. Hör auf mit dieser Scheiße! Was war das jetzt? Fuck! Ich will nicht mehr! Jetzt habe ich die Zahl vergessen! Warum? I need to find the electrical panel. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay, hier zumindest ist die Tür mal offen. Alter, Alter. Alter, was war denn das für eine kranke Alte eben gerade? Alter, ich will hier raus. Was ist denn jetzt mit meiner Lampe? Nein, jetzt geht meine Lampe wieder nicht. Scheiße. Max Security. Ich möchte gerne raus hier. Lass mich raus hier. Mach auf. Was ist das laut, Alter? Na, sieht doch nett aus. Hat was von Al Bundy. Und das ist, keine Ahnung, hoch dekoriert zumindest. Das ist ja geil. Wo ist Batman? Wanted. S.C. Chandler. Okay. Na, der sieht doch hübsch aus. S.C. Chandler? S.C. Geil!
Wisst ihr, wie der aussieht? Okay, ihr kennt den wahrscheinlich nicht. Das ist ein Let's Player, der heißt Mahandi. Der Sieg! Mahandi, falls du das sehen solltest, lieber Andi, Entschuldigung, aber der sieht echt aus wie du. Wanted. Okay. Oh Gott, wir sind schon bei 35 Minuten Let's Play Länge. Scheiße. Ich wollte doch nicht so lange machen. Oh, scheiße, ich will hier nicht rein. Ich weiß genau, was mich hier erwartet, verfluchte Scheiße. Kann ich Radio ausmachen? Nein. Irgendwas anderes machen? Alter, ich will nicht dahinter. Ich. Hier ist ein Safe. Hier kann ich. Alter, hör auf mit dem Scheiß. Also, merke, ich habe die Tür vorhin zugemacht. Das hat nichts gebracht. Alter, ich. Ich will das nicht. Alter. Scheiße. Ich ahne es. That's better. Now I need to turn on the second plate. Ich weiß genau, wenn ich mich jetzt umdrehe. Oh. Wie? Was? Komm, Alter. Willst du mich verarschen? Scheiße. Okay, das ist, glaube ich, das eine Büro. Da hinten ist mein Büro. Warte mal, wo war denn dieser Typ? Hier sehe ich gar nichts. Nein. Das ist der Eingang. Nein, das ist der Konferenzraum, glaube ich, ne? Da hinten müsste eigentlich mein Büro sein. Da ist der Durchgang. Da hinten, ganz da hinten in dem Eck, da saß der Typ. Ich weiß es nicht. Hä? Was hab ich gemeint? Hat sich was bewegt? Das ist der Hausflur, das weiß ich nicht, was es ist. Eingangssaal. Aber wir sind jetzt da hinten drin, ne? Ja genau, wir sind da hinten drin. Ich bin da, okay. Alles klar, ich bin hier. Irgendwo da stehe ich. Weiß nicht genau wo. Okay, die anderen Signale gehen irgendwie alle nicht. Also hier ist dieser Durchgang, ne? Da macht man Scheiß mit mir, ey. Holy shit. Alter, wo ist... Ich bin hier. Ich sehe aber nichts. Der Typ ist da hinten irgendwo. Ich will hier raus. Müsst mich doch auf der Kamera sehen. Alter, hier klingelt ein Telefon. Willst du mich verarschen?
Wo ist der Penner? Der ist weg, Alter. Well, starting to remember. How do you like my gift? Like it? Like it? It loves. Loves to play. Oh, Scheiße. Lass mich in Ruhe. Mach die Tür zu. Alter, wo ist der Penner? Ich sehe ihn nirgends. Alter, ich bleibe unter diesem Tisch, Alter. Ich bleibe unter diesem Tisch. Oh, Scheiße. Hier bin ich? Wo denn? Wenn dann da hinten drin. Alter, nee, ich. Alter, ich bleibe unter dem Tisch. Okay, Alter, ich möchte. Das ist eine lange Folge, Alter. Danke. Oh, Scheiße. Okay, danke fürs Zuschauen und. Oh, ich will nicht mehr. Oh, ich muss mal hier Pause drücken. Alter. Ich bin fertig mit der Welt. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das noch weitermachen soll. Oh, Scheiße. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das Game gefällt. Muss es echt mir zweimal überlegen, ob ich das noch weiterspiele. Alter. Die alte vorhin. Wow, da ist mir echt das Herz in die Hosentasche gerutscht. Ich danke euch fürs Zuschauen und, oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin raus. Macht's gut und, ja, tschüss.